Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Sea of Thieves Rumgeschichten. An meiner Seite Zwiebelpeter und Menalo. Moin. Wir sind hier unter Wasser zu Gange, hier beim Seemannsgarn, der Fluch der Karibik-Reihe. Platzer. Beim Herz des, wie heißt das, Herz der Pearl suchen wir. Ja. Oh, endlich Luft. Oh ja. Ja, schön. Au, oh, mein Ohr. Hat er draufgehauen? Ja. Was quietschen da so? Ich geh einfach Vogel durch. So, Tauchermann und Sohn. Wohin? Hier. Ah, da. You are so close now. Please, just a little farther. Ja, bleib mal ganz entspannt. Das ist ja, nimmt ja hier komische Wendung. Dein sieht geil aus hier. Ja. Boah. Ui. Very nice. This is the final step of your journey. Guck mal, fehlendes Sirenenherz muss man hier eigentlich bauen. Ja. Hier ist Munition. Und hier geht's massig essen. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt fighten. Ja. Das sieht sehr nach Kampf aus. Oh oh. Ja, da sind sie. Aua. Autsch. Mal was essen. Jetzt schon? Ja, der hat mich zweimal voll... Aua! Der Stromtyp hat mich erwischt. Oh, nix Munition. Oh, ich hab ihn voll in sein rotes Ding getroffen. Da ist er umgekippt. Ins Herz? Ja. Sehr gut. Kippen wir auch so nach zwei Schüssen an. Ja. Nein, die Dicken nicht. Boah, die Elektro-Dinger, die können anstürmen. Habt ihr das schon gesehen? Ja. Autschen. Die gibt's aber jetzt auch alle im normalen Spiel hier, oder, die Gegner? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mein ja. Hab ich irgendwie hier gesehen. Ist noch einer. Autsch. Fluff. War das das? Habt ihr Angst? Kommt noch dicker, da dicker. Autschen. Bist du gelähmt, ey. Aua. Sieht cool aus, wenn sie da zerreißt. Puh. Ah, grüner Sack. Oh, hier, Sirenenherz aufnehmen. Ja, sehr schön, pack das hier rein. Wo denn? Hier. Georgia. Ist drin. Mach die Kiste auf. Hier geht's zurück zum Schiff, Leute. Okay. Ja, guck mal, hier an der Wand ist irgendwas. Da ist, ach, da. Wie man irgendwas aufgemalt. Muss. Die hat gerade ihren Arm gesenkt. Als ich auf sie gehauen habe. Und jetzt senkt sie ihn wieder. Weiß das irgendwas? Ah, hier, da guck mal auf. Du musst sie halt anpassen hier. Genau, du musst sie nach den Schritten anpassen. Zuerst mal, aber von wo? Das ist unter das gleiche. Nee, wir müssen. Ah, pass auf, wir müssen zuerst die mit. Die den Stab nach unten hält, anfummeln. Das ist eine Reihenfolge. Ist eine Reihenfolge. Die mit dem. Die, warte mal, die erste ist dann die hier. Die ohne Kette. Hä? Nee, die hier ist die erste, mit dem Stab nach unten hier, die gelbe. Nein, die mit dem Stab ist doch die da. Die ganz rechts. Meine ist die rechts ist die mit der Tröte, das ist die in der Mitte. Und die mit dem Stab nach unten ist hier die gelbe eindeutig, die hier. Die haben doch alle einen Stab. Du musst das, was in der linken Hand ist. Du musst doch einfach nur gucken, was genau in der linken Hand ist. Ja, richtig. Die eine hat irgendein kleines Ding. Die, glaube ich, braucht nur einen. Die hier. Ja, die gelbe, ich schaff's doch die ganze Zeit, die gelbe. Guck mal hier, die gelbe ist die erste. Das ist nicht die erste, Mann! Doch, das ist die mit dem kleinen, runden Ding in der Pfote.
Glaubst du mir doch mal. Die ganz linke ist hier die gelbe. Das ist die, ja. Ja, die zweite ist die hier. Hier, das in der Mitte. Die muss runternehmen. Genau, die muss das Ding runternehmen. So, oder? Noch weiter runter. Wie viele Positionen gibt's denn? Okay, die muss es so. Ganz runter, oder? So. Gucken. Der muss es hoch. Wo ist der mit der Kette? Ja. So hält die das, oder? Der hat das oder? Schon richtig. Nee. So. Okay, die hält es ganz runter. Und hier ist noch eine mit diesem komischen... Genau, die mit diesem Ketten, so, die muss die ganz hoch. Die beiden sind genau. Richtig. Okay, dann haue ich jetzt mal die große. Yep. Oh, willkommen im Musikantenstadel. Und, hat's... Ja, die leuchten. Hui! Also, oh. The water is rising. Macht nichts, wir schwimmen. Also du ich ganz besonders kein Problem damit. Aha, jetzt müssen wir nochmal tauchen und die Dinger nochmal aktivieren. Wie passt so aus? Jetzt ja, war alle hoch. Alle ihren Stab nach oben. Jo. Das ist kein Problem. Die hat ist schon ganz oben. Okay, die gelbe ist ganz oben. Jetzt auch. Achso, dann musst du die Mitte noch einmal tröten, ne? Ja. Und da oben ist ein Gesicht. Steigt das jetzt weiter oder geht unten das Tor aus? Ja, ja, ja. Ja, hier passiert ja, was. Hier passiert irgendwas. Ui. Das ist ein Geysir, da müssen wir hochspringen. Ne? Ui, ui, ui. Und Abfahrt. Sehr schön. Wohin? Ach, ja. Einfach nach oben. Ah, hier gibt es auch wieder Arsenal. Ja, hier gibt es auch wieder solche Figuren. Der Fight beginnt. So. Oh, oh. Hey. Kutublete, Kutublete. Okay. Oh, da ist noch ein großer. Alter, wow. Zeig dich doch mal, Junge. Okay. Ein Sirenenherz. Understood what we had lost and all that we seek to reclaim, you would never have trespassed here. Yes, yes. This is not your world. You exist here only as long as I allow it. Also hier müssen wir wieder gucken. Die mit dem Feuer in der Hand nach unten, die mit der Kette in die Mitte und die mit dem Dingsbumsring nach oben. Die mit der Kette. Ich habe eine Sirene. Also hier muss das hin. Hier muss das hin. Ach, cool. Okay. Also die Kette ist schon mal in der Mitte. Sag Bescheid, dann drücke ich auf die Mitte. Wo ist denn die dritte? Wo ist die dritte? Wo ist die dritte? Willi, siehst du die dritte da oben? Ach, da oben, okay. Aber wie kommt man da hin? Wo? Wo sieht Keine man Ahnung, die? Wie man da hinkommt. Ja, vielleicht einfach schießen. Du musst. Nee, ah, schieß mal ran, genau. Jo. Noch was muss sie denn da okay, unten? Kannst, du kannst, Zwiebel. Okay. Er kotzt, wie ich eben, auf schief. Nur nicht so grün. Ah, water is rising again. Ja, einen guten Durchfluss. Ja. Wo geht's hin? Oben?
Na, ein großes Tier hier gewesen. Ja, gewesen. Ah, oh, hier, okay, steht wieder ein Kampf an. Kommt ihr durch? Kann man hier durch? Nö. Nee, kann man nicht durch. Nee. Guck mal da unten. Warte mal hier, zurück zum Schiff kann man hier. Nee, das wollen wir ja nicht. Jetzt wieder so ein Kotzbrocken. Und an der Wand ist was gemalt. Genau, da unten war auch noch was an der Wand gemalt hier. Hier unten, guck mal. Ah ja. Hier. Aber das sind, glaube ich, nur irgendwelche. Meinst du, es ist nur Deko? Ich weiß nicht, oder muss man jetzt hier irgendwas. Irgendwas auch locken? Schon irgendwie nach einem Hinweis aus. Vielleicht müssen wir wieder tauchen, wieder die Dinger. Ja, hier. Ja, aber in welcher Reihenfolge? Ja, hier sieht man nochmal was. Aber das ist die Reihenfolge von eben. Vielleicht muss sie einfach nur noch mal tröten, die Olle. Wo habt ihr denn die Reihenfolge von eben? Da. Sie trötet nochmal. Kotzt der jetzt oben? Nee. Doch, da tut sich was. Nee. Na, es klang aber eben sehr nass. Ja, das war nur noch mal derselbe Kotzbrocken, glaube ich. Ach so. Aber es gibt uns hier ein Arsenal und stellt uns vor eine Tür. Wie kriegen wir die Tür auf? Haben wir irgendwas, um die aufzumachen? Also da ist halt auch eine drin, ne? Ja. Ja, da ist wieder so eine Figur drin. Aber der Schuss geht gar nicht durch, oder? Nee. Aber warum ist hier oben ein Arsenal? Ja. Da müssen wir irgendwas anschießen, oder was? Auf was schießt du da? Also es hat bestimmt was mit diesen Dingern an der Wand zu tun. Hier sind irgendwie ein Haufen Algen. Vielleicht müssen wir irgend so eine Alge. Aua. Gucken wir, ob das hier was bringt. Was bedeutet das? Dunkel. Pflanze. Wind. Hier ganz unten, das Tor ist auf jeden Fall immer noch zu. Was macht der Kopf hier? Der ist ja auch irgendwie. Das Gesicht ist ja auch für irgendwas. Das sieht aber eher aus wie so ein Kraken, der irgendwo rumschwimmt. Ja, die Bilder sind alle anders. Wenn man ihn ins Auge schießt, das bringt auch nichts. Zurück zum Schiff, sagt sie hier. Nee, das wollen wir doch nicht. Das ist, wenn man hier das Rätsel nicht gelöst gekriegt, wahrscheinlich, dass man nicht festhängt hier. Na gut, die Schütze gehen nicht durch, man kann hier nicht durchschlagen. Deswegen kommt man da hinten nicht an die Olle da ran. Huch, häng ich mal kurz fest. Wo bin ich denn jetzt? Unterm Brilli bin ich. Hatte ich mich mal kurz festgebackt. Da muss Igor wohl mal seinen Grips anstrengen. Ja, Igor, streng mal an. In der Heimat ist Grips Fäuste. Also wer will auch gegen die Backen haben? Die sind da unten jetzt noch so eingestellt, ja? Ja.
Ja, das, wenn die anders eingestellt werden müssten, würde da schon irgendwas... Ja, der Puse. Kann man diese Herzen und so kann man auch nicht mehr rausnehmen jetzt aus denen, oder? Nee. Der guckt mich hier so an. Upsa. Aua. Ich glaube, die haben sich doch verstellt. Die habe ich gerade hab ich umgestellt, Brilli. Ja, ich weiß. Man kann die auch weiterhin verstellen. Ja, ja. Ich weiß. Aber das bringt halt nichts. Das hast du ja wieder verstellt. Ja, ist doch egal. Man kann... Walter Blaster. Es gibt irgendein Rätsel, womit der letzte Typ seine Schnute aufmachen muss. Jo. Aber was ist dieses Rätsel? Laterne? Laterne? Also das sind ja irgendwelche Quallen, die hier rumschwimmen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Zeichnungen jetzt hier wirklich irgendwas bedeuten. Schon. Ich denke mal wirklich, man muss mit den Viechern da unten da irgendwas machen. Dann wäre da irgendwas. Höchstens, dass man dann quasi, wie viele waren es denn? Waren es 3? Ja. Ja, aber wie soll man dann wissen, welche man wie einstellen muss? Hallo. Der Kompass sagt auch, wir sollen hier durch die Tür durch. Steht das in dem Buch? Ich guck gerade. Nee. Vielleicht will er ein schönes Lied. Hey Junge! Wie heißt das? Das Herz der Pearl, ne? Ich google mal fix, bevor wir jetzt hier noch... Genau. Das Herz der Pearl. Das ist ein Läpsch. Wir sind ja richtige Noobs. Ist das jetzt so, oder was? Wurde jetzt die eine, die letzte? Wo ist denn die letzte Uschi? Ach da. Irgendwas müssen wir hier anschießen. Ja. Was gefunden? Nee. Nee. Ich glaube, das ist zu hart für deine Schippe. Aber auch. Weil da war so hell, da dachte ich, ich mach mal. Okay, den Kompass haben wir schon. Ja, jetzt haben wir da durch. Okay, bla bla bla. Okay, zweites Statuenpuzzle haben wir. Das haben wir auch. Was ist das denn da hinten? Das letzte. So, continue up the spire until you reach the next bubble barrier. You'll see yet another transport statue. You'll also see another pulsing glow. Ne, das habe ich noch nicht gesehen. Pull out a weapon and engage that glow to pass through the barrier. Was glüht bei uns gar nicht? Was denn? Na, hier neben der Ollen, das Ding hier. Da soll man draufhauen. Welches? Das war's? Nee, das, genau. Genau, Brilli, das. Angeblich würde das leuchten. Warte mal, wie kriegen wir das denn zum Leuchten? Vielleicht steht das da auch. Fuck. Ja, es steht einfach nur, das würde angeblich leuchten und man muss draufhauen. Komm mal nochmal mit, lass uns hier unten mit. Ich habe, glaube ich, die Dinger verstellt hier, das letzte Rätsel. Ist egal. Unten. Ach so, dass, weil die verstellt sind, geht's nicht mehr, meinst du? Genau, das kann halt sein.
Ja, stell sie mal wieder richtig. Ja, ich versuch's. Ich hab unten, ganz unten auch verstellt. Ja, stell sie mal wieder richtig. Ja, einfacher gesagt als getan, Johannes. Ich weiß ja nicht mal, bei welche ich verstellt hab. Ja, ich bleib mal oben und sag euch, ob es dann leuchtet. Ah ja. Sind alle verstellt. Also ganz, habe ich so ein paar Probleme hier, das Ding hier mir, wie das hier so sein soll. Ja, Zwiebel, dann musst du hochgehen und ich mach das. Ja, alles gut, ich probier's mal. So, die Olle mit der Kette, die hält den so hoch. Und die war hier oben irgendwo. Und haut danach nochmal auf die mit der Tröte, ne? Ja. Ich glaube, unten ist jetzt wieder richtig. Hast du auf die mit der Tröte gehauen? Ja. Ja. Hast du die richtig, Zwiebel? Ich muss ja nochmal gucken zur Not. Da plätschert was. Nee. Leuchtet es jetzt da oben? Nö. Nope. Brilli, wo bist du? Da. Ja. Hast du die jetzt hier? Die sind richtig, ja? Bin ich der Meinung. Hier, guck mal. Die Flamme ist um die Ecke. Die ist da vorne links ums Eck. Das hier ist doch die Flamme, oder? Ja, ja. Die muss ja nach unten. Die sind in der Mitte. Jetzt ist er nach unten. Aber jetzt ist er nach unten. Du erstickst gerade. Ja. So, jetzt, die ist nach unten. Wo ist der mit der Kette? Kette ist hier. Die ist richtig. Kette ist Mitte. Ja, dann sind sie jetzt richtig, oder? Dann tröst mal. Hat noch nicht gereicht. Das ist ein Bug. Ja, oder halt, da war ja noch ein zweites Rätsel, also noch eins in der Mitte. Ja, ja, und ja insgesamt alle nach drei. Oben. Richtig. Aber das sind ja die ganz unten. Oder? Ja, nee, die waren hier in der Mitte. Achso, oder? Nee. Nee. Ja, dann hau doch mal auf die mit der Tröte unten, bevor du was verstellst. Dann verstellen wir es auch nochmal drauf. Ja, genau, jetzt kam das gelbe Ding. Jetzt müssen wir die mit dem. Jetzt müssen sie alle nach oben und dann genau. Nochmal tröten. Ich glaube, das ist einfach buggy. Sind sie nach oben? Okay, und jetzt nochmal Zwiebel, hau nochmal auf deine Tröte. Die hast du jetzt nicht verstellt, die musst du ja hinhauen. Ja. Jetzt kam nicht zweimal dieses gelbe Licht. Ja, sehr gut. Jetzt gucken wir nochmal. Und da tut der immer hier alles, als würde hier sonst was passieren. Nope, leuchtet immer noch nicht. Ja, so müssen wir mal aufs Schiff. Okay, warte, ich guck doch nochmal, ob wegen nicht, ja. Dass es nicht leuchtet oder so. Das also schnell nochmal alle aufs Schiff und nochmal dahin tauchen. Ist dann nicht, geht doch schnell. You'll see another pulsing claw, pull out a weapon and engage that claw. Tja. Kommt dann nochmal aufs Schiff und dann tauchen wir nochmal dahin.
weiß nicht, ob das reicht. Ja, mehr können wir nicht machen. Mal probieren wir es mal. Ich lese mal einen anderen Guide. Ach, jetzt, wir müssen halt weitermachen. Ja, was? Ich glaube, das ist ein Bug. Das ist verbuggt. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie geht. Okay. Also wir können von mir aus nochmal runtertauchen. Ja, wir müssen halt auf Mene warten. Ich bin im Ladebildschirm. Jetzt sind wir wieder ganz am Schiff. Ach du Schande. Ja, was sagst du da, was sie mit Schiff meinen? Ja, aber an der Pearl. Nee. Also, jubididu. Schön nochmal hin da. Ich hoffe nur, dass wir den ganzen Schlüsselscheiß jetzt nicht wieder finden müssen. Nee. Ba, 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 ba. Du, 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 du. Ja, so ist das. So. Dem Licht nach. Da kann sich ja jeder Apnoe-Taucher mal eine Scheibe abschneiden von uns. Ja, ist aber so. Echt. Wir haben es ja nicht erfunden. Hier verliert man auch noch irgendwie gar kein Leben oder so. Nee, da kommt immer mal so grünes Bildschirmumrandung und dann geht's weiter. Ja, dann war bannig tief, nicht? So, jetzt sind wir unten. Und wo war das dann? Ich glaube hier lang. Ah, ich verreck jetzt gerade. Bin auch nah dran. Hier gibt's Luft. Ja, hier ist sie. Sollen wir direkt in die Höhle, oder? Ja. Ja, da oben in dem Felsen, ne? Da sieht man ja sogar die Fenster. Richtig. Dann lassen wir hier nochmal gut Luft nehmen, weil da haben wir jetzt einen langen Weg nach oben. Ja, wenn es nicht resettet ist. Hm. Bevor wir jetzt mal hoffen, dass es resettet ist. Mit deinem Hühnerbein, wie du da am Schwimmen bist. Das gibt richtig gut Rückstoß. Aber wie? Da oben leuchtet wird? Ja, das ist die Statue. Kein resettet ist, oder? Nee, das ist die einen auch zum Schiff bringt. Ja, hier, die ist jetzt auch nicht mehr am Leuchten. Ja, die leuchtet auch nicht mehr. Kommen wir nicht mehr rein jetzt. Jo. Nice. Oh, warte mal. Mene, komm mal zurück. Brilli, komm mal zurück. Was denn? Man kann hier an der Statue sagen, Seemannsgarn weiterspinnen. Was heißt das? Ich drück mal drauf, wenn du da bist. Ja. Hier kommt ein Ladebildschirm und man ist wieder drin. Ah, okay. Prost. Und das Wasser, man ist auch ganz oben. Ja, toll. Also nichts resettet. Leuchtet? Aber guck's gerade. So weit bin ich noch nicht ganz. Nope, leuchtet nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Dann fehlt uns irgendwas. Was soll uns denn fehlen? Keine Ahnung. Ich guck noch mal. Ich suche noch mal. Ob ich was finde. Immer diese ganze Cookie-Scheiße, ey. Yep. Guckst du am Handy oder über den Rechner? Am Rechner. Da gibt's ein schönes Browser-Plugin dafür. Was dir diese Cookie war. Was ist denn das jetzt mit Sonic hier? Ich will überhaupt keinen Sonic the Hedgehog.
Boah, da fliegt wieder ein Flugzeug vorbei. Hm. Das ist ein Vogel. Ja, Leute. Ja. Ich hab das Gefühl, das bringt alles nichts. How to make the water rise? Ja, das wissen wir. Manu! Wir müssen halt die Geschichte hier resetten irgendwie. Wahrscheinlich müssen wir dann nochmal zu der und nochmal abstimmen für das Seemann-Zeug. Das kann leider gut sein. In der nächsten Session. In der nächsten Session. Okay, jetzt hab ich hier. Na? Erzähl. The statue with the chains will have to a trident after all the statues are positioned. Aim at the center big statue. On the higher level you will get to the next bubble barrier. And da here you will see another transport shell. Another pulsing claw can be seen here. You have to hit it. Sagen genau das gleiche. Man muss einfach nur diesen glowing Dingpunkt hitten. Aber der glowt nicht. Den kann man nicht hitten. Er rauscht das bei euch auch gerade so brutal laut? Ja. Er glowt halt nicht. Ich glaube, ich habe jetzt hier irgendwie Soundbug. Ja, bei mir ist auch die ganze Zeit am. Mir rauscht es auch gerade die ganze Zeit. Habt ihr nochmal irgendwas gedrückt? Kann sein, dass es einfach daran liegt, dass ihr 100 Mal da drauf gedrückt habt. Mutig. So, ich gehe wieder aufs Schiff. Ja, wir dann segeln doch jetzt nicht zurück, sondern wir machen doch dann jetzt einfach das Spiel aus und neu an, oder? Ja, ja. Dann landen wir an einem Außenposten. Das ist die nächste Session. Ja, klar. Na, dann nicht. mach mal. Ist einfach verbuggt scheinbar tatsächlich. Kommt mal ein Schild an Deck. Keine Chance. Schade. Tja. Echt schade. Das müssen wir dann in der nächsten Session machen. Ja, richtig. Aber dann resetten wir halt das Seemannsgarn und brechen das jetzt ab. Warte mal. Kann man das nicht sogar über Tab machen? Weiß nicht. Missionen, Seemannsgarn, da. Ha. Kapitel 2. Möchten Sie verwerfen? Ja. Warte mal, hier ist eine Bug-Solution. Ja, ich habe jetzt schon verworfen. Weiß nicht, ob ihr das jetzt dann auch verworfen habt oder. How to solve the bug. If you can't open the different barriers in Sunken Coral to solve the bug, you need to hop onto a different server. You'll know that you've encountered the glitch if the glowing coral that's supposed to open the door isn't flashing. Yes. Before you do anything drastic, make sure that you've solved the puzzle correctly. Okay, check whether it's. Yeah, blah, blah, blah. If that doesn't work, then you've encountered the dreaded glitch that only hopping onto another server can fix. Ja, aber wie kannst du denn auf den Server wechseln? Kann man das auch? Kann man, wie machen? Oh, oh, Schiff! Ja, ich weiß, ich hab gerade gesagt, da kommt ein Schiff. Hab ich nicht gehört. Mene, komm mal bei hier. Okay, ich komme. Also man kann auf einem anderen Server und dann da weitermachen. Ist das Spieler oder Skelette? Ist mir egal. Skelette, ne? Können ja keine Spieler sein. Mach mal Anker. Ja, aber die machen wir jetzt nicht noch, weil ich muss jetzt los. Das wird jetzt ein bisschen knapp. Wir machen einfach in der nächsten Session dann hier diese scheiß Seemannsgarn nochmal. Ankern die oder kommen die? Ich glaube, die haben geankert. Die bewegen sich nicht. Ihr Lappen. Ja, wer hatte? Ich? Ne? Du. Oder? Leute, da bedanken wir uns ganz herzlich. Mach doch mal den Anker da hoch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Sea of Thieves. Und dann machen wir das Seemannsgarn. Richtig. Alles klar. Tschüss. Tschüss.